Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Der Holiday Livestream ist gerade zu Ende gegangen und hier kommt unser erstes Update-Video dazu. Diesmal geht es um den Concept-Sail, den neuen gestarteten von der Miss Grazer, ein Rennschiff. Und wie ich jetzt schon mal den kleinen Namen geprägt habe, es ist der schnittige Ameisenbär. Tja, und das Schiff wird auf jeden Fall alle Leute sehr, sehr freuen, die Racing betreiben wollen, weil die 350R von Origin bekommt jetzt damit einen echten Konkurrenten. Und das Besondere an dieser Misk Racer oder Razer, wie sie heißt, an dem Racer von Misk, ist, dass dieses Schiff wirklich einzig und allein gebaut wurde für Geschwindigkeiten und fürs Racing, für den Sport an sich. Ja, das soll sie auch unterscheiden, gerade zur M50, zur 350R, auch zu der Mustang Gamma. Die sind alles Varianten von existenten Schiffen, die dann fürs Racing umgebaut wurden. Und die M50 hat eben noch den Beinamen Interceptor, ne? Dass sie eben auch noch ein Abfangraumschiff sein soll. Hier soll die Gewichtung genau umgekehrt sein. Misk baut hier explizit ein Rennschiff. Das Ding soll sonst kaum eine andere Verwendung finden, sondern es soll explizit für die Rennstrecken von Star Citizen und so wenn man der Broschüre glauben will, insbesondere für den Murray Cup 2947, also nächstes Jahr, gedacht sein. Und wie es typisch ist für Misk, setzen sie auch wieder auf moderne Xian-Technologie, zumindest ist die mitverbaut in dem Schiff. Das Schiff wirkt jetzt vom Design halt nicht von den Xian inspiriert oder so, aber die moderne Technik, die Hightech, ist Xian inspiriert. Zusätzlich ist es auch so, dass diese Intakes bei diesem Design von dem Schiff auf optimale Aufnahme von Wasserstoff optimiert ist und dass die gesamte Oberfläche perforiert ist und dass da überall das Wasserstoff quasi aufgenommen werden kann, um Treibstoff zu generieren. Das Schiff hat sozusagen eine zweite Haut damit, die ähnlich wie die menschliche Haut eben den Treibstoff direkt aufnehmen soll, um ihn umzuwandeln, damit insbesondere der Afterburner eben nicht so schnell leer geht, wie es sonst bei anderen Schiffen dieses Formats auf jeden Fall der Fall wäre. Ja, zum Design kann man sagen, wenn man das Schiff von oben betrachtet, es erinnert doch sehr, sehr stark an etwas, was wir aus der realen Welt kennen, würde ich mal sagen, oder? Ja, es sieht halt wirklich aus wie ein Formel-1-Wagen. Das finde ich ein bisschen schade, weil da gibt es so ein Bild, wo man die Top-Sicht hat. Und bei dieser Top-Sicht ist es wirklich so von oben. Man denkt halt, okay, sie haben die Räder abgenommen, sie haben ein paar Flügel angebaut. Aber letztendlich ist es halt ein Formel-1-Wagen ohne erhöhten Heckspoiler, ohne Räder. Und im Endeffekt finde ich das ein bisschen schade. Man hätte sich da mehr überlegen können. Und dieses Schiff wird definitiv auch keinen Auftrieb haben, was ich auch ein bisschen so... Aber gut, eine Aurora hat auch keinen Auftrieb, deswegen, davon haben wir uns eh schon lange entfernt, oder? Davon haben wir uns schon lange entfernt. Aber ich glaube tatsächlich auch, gerade für euch Enthusiasten da draußen, diese Allegorie zu diesem Formel-1-Wagen ist nicht weit fern. Denn für viel anderes wird man dieses Geschöpf auch nicht nutzen können. Denn wenn du dir überlegst, mit einem heutigen Formel-1-Wagen über den Straßenverkehr zu sausen, ist keine so gute Idee. Dafür sind die Dinger nicht gebaut. Und hier habt ihr auch ein Schiff wirklich fürs Racing. Davon muss man nämlich sagen, 146,19 € ist der Preis, wenn ihr das Schiff kauft als mit frischem Geld, das heißt also als Warbond Edition. 129,95 € zahlt ihr, wenn ihr Store Credits benutzt, aber dann könnt ihr eben das Schiff nicht mehr giften. Und andererseits dementsprechend, also es ist ein Schiff, was einen durchaus großen Preis hat, ja. Und dafür ist es doch eine sehr, sehr begrenzte Möglichkeit, die man hier hat, ne? Ja, absolut. Also wir haben jetzt hier noch zwei, das heißt zwei Hardpoints für feste Waffen. Da weiß aber jeder, okay, zwei Waffen, zwei Primärwaffen, das reicht halt nicht für richtiges Dogfighting. Das kann vielleicht mal gegen einen schwachen Gegner helfen oder einen Gegner, den man verfolgt, wo man weiß, okay, der will eh nur weg, der hat keine wirkliche Verteidigungsqualitäten so. Aber zum Dogfighting wird einem dieses Schiff halt nicht viel nutzen. Komischerweise auf der Webpage selber bei RSI finden wir jetzt halt hier noch zwei Size 1 Hardpoints. Ja, Position, Raketen steht da irgendwie. Es könnte sein, dass jetzt hier noch zwei Size 1 Raketen dazukommen. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so ist. Das werden wir in den Q&As erfahren. Ja, absolut. Ich habe mich übrigens gerade vertan. Ich meinte es natürlich andersrum. Die Warbond-Version für 130 € rund ist günstiger, aber dafür müsst ihr sie mit Echtgeld bezahlen. Wenn ihr es mit Store-Credits macht, sind 146 €. Also genau das Umgekehrte, was ich gesagt habe, aber nichtsdestotrotz, es ist ein Schiff für Enthusiasten. Ich hatte die Specs jetzt auch eben gerade hier eingeblendet. Die unterscheiden sich. In der Broschüre steht es nämlich mit den Raketen nicht drin, Wiesen. Ne? Da steht davon nichts. Ja. Also ich keine Ahnung, ob die da irgendwo noch so Marksmen versteckt haben in den Intakes. Ich hoffe es nicht, ja. Ich hoffe, das Ding ist, ich finde schon die Size 2 Hardpoints für einen Formel-1-Wagen eigentlich völlig unnötig, weil ich finde, dieses Schiff sollte ein reiner Racer sein.
Und so ein Schiff würde man eigentlich auch zur Rennstrecke mitbringen in irgendeinem Transporter, damit das teure Gerät halt keinen Schaden nimmt, weil es ist tatsächlich, finde ich, sehr, sehr teuer für so ein Design, ja, für so ein eingeschränktes Schiff. Aber gut, das wird Immer, dafür wird es ja, halt spannender, ne, muss genau. man sagen, weil es fehlt ja der 350R zur Zeit in den Rennstrecken, fehlt eindeutig die Konkurrenz. Ja, absolut. Und immerhin haben wir 12 Manövrierdüsen an dem Schiff verbaut. Das ist auch schon eine ganze Menge dafür, dass das Schiff tatsächlich mit 6.900 Kilo ein echtes Leichtgewicht ist. Also das ist wirklich ein Ultraleichtschiff, muss man mal sagen. Da kann man sich auch schon denken, dass da nicht viel in Panzerung oder ähnliches reingeflossen ist, ne? Und nur zur Vollständigkeit halber, das können wir, glaube ich, schon ohne Q&A sagen, ein Laderaum wird dieses Schiff nicht besitzen. Ganz bestimmt nicht. Ich würde auch sagen, dass dieses Schiff, denke ich jetzt mal, kein Bett besitzt und kein Frachtraum. Ja, Hoffe ich. good guess, glaube ich. Da können wir uns, glaube ich, relativ sicher zurücklehnen. Und wir sehen, dass das dementsprechend nicht so sein wird. Ja, wir haben natürlich noch keine Einschätzung, wie sie im Vergleich zu den anderen Schiffen performen soll. Aber ich würde mich mal, Wiesen, deiner Einschätzung anschließen und sehen, dass wir hier ein Schiff haben, das vielleicht gerade in Bezug auf Geschwindigkeit und Handling einer 350R endlich mal gewachsen ist. Denn man muss auch sagen, diese dominiert absolut die Rennstrecken momentan. Und auch die ganzen Leaderboard Flieger, Piloten, die benutzen keine M50 momentan, weil die einfach nicht konkurrenzfähig ist gegen die 350R. Aber da müssen wir natürlich auch das neue Flugmodell abwarten, aber das kommt dann in einer weiteren Folge. Ja, das ist wohl wahr. Das ist nochmal eine andere Nummer. Nichtsdestotrotz, also für alle, die sich mehr fürs Racing interessieren wollen, die gerade das als spannenden Punkt bei Star Citizen sehen, für die dürfte das Schiff interessant sein. Für einen LTI-Token in diesem Sinne ist es vielleicht ein Stückchen zu teuer, würde ich sagen, ne? Mit über 100 Absolut, ja. Euro. Ja, das ist relativ teuer. Man darf aber auch nicht vergessen, dass insgesamt die Racing-Schiffe alle relativ teuer waren. Also die ganzen Racer sind, glaube ich, nicht allesamt nicht unter 100 Euro. Ich glaube, die Mustang Gamma kann man ein bisschen günstiger kriegen. Naja, es ist ja immer so, dass die Schiffe, die spezialisiert sind oder in einer spezialisierten Klasse zu den besten Schiffen gehören, dass die immer einen gewissen Preis haben. Das ist halt was. Absolut, richtig. Ja, also von daher würde ich sagen, ich glaube, mich hier aus dem Fenster lehnen zu können und zu sagen, Wiesen, unser Geschmack wurde jetzt hier nicht unbedingt getroffen. Das liegt aber auch wirklich daran, dass wir beide keine sonderlich enthusiasmierten Racer-Piloten sind, muss man dazu sagen. Also das ist nicht so unser Ding. Aber wie findet ihr das Teil? Also sagt es uns, ne? Also ich meine, für jemanden, der das wirklich gerne macht und ein, zwei kennen wir aus der Community, für die ist es vielleicht ganz interessant, das Teil. Absolut. Ja. Würde ich auch sagen. Ja, also von daher kann ich nur sagen, hinterlasst uns Kommentare, schreibt uns, was ihr zu dem Konzept von dem Concept Sale haltet. Er läuft jetzt vom 16.12. bis zum 26.12. Ich wiederhole es nochmal, 146,19 € inklusive Lifetime Insurance für ein Standalone-Ship, also ohne Game Package. Bitte darauf achten, dass ihr auch noch eins im Hangar habt und nicht damit jetzt einsteigt. Für ein Schiff, was dann, wie gesagt, über eine Warband-Version auch ein bisschen günstiger zu kriegen ist, aber dann mit Echtgeld bezahlen werden muss. Ja, in diesem Sinne, das war der Concept Sale, den es jetzt gab zum Holiday Livestream. Ich würde sagen, bleibt dran, abonniert den Channel und schreibt uns in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet. Liked oder disliked die Episode. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator für Star Citizen unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. So, Wiesen, und wir jetzt mal hier so über Skype versuchen das jetzt mal zu zweit, ja? Und zwar 3, 2, 1 und See you See on you the on the flight flight deck. deck. Ja, nicht so. Aber das üben wir noch. Macht's gut, Leute.